Ja, zunächst einmal, wir sind immer noch stolz und froh über die Entscheidung der UEFA, dass man uns so kurz nach dem Finale in München 2012 erneut die große Gelegenheit gibt, Gastgeber sein zu dürfen. Das ist eine Ehre für uns. Die Zusammenarbeit mit der UEFA, also zwischen Frankfurt, unserem Hauptquartier, und Lyon, ist hervorragend und ich gehe davon aus, dass wir am 6. Juni ein großartiges Fest, eine Werbung für den europäischen Fußball erleben werden. Wir haben das schon oft beobachtet, dass die Fans diesen Trophäen ganz nahe kommen wollen. Also möglichst anfassen, was ja nicht geht, aber aus absoluter Nähe anschauen. Und das ist ja fast wie eine Monstranz in der Kirche, so ein feierlicher Moment. Also der Vergleich ist vielleicht etwas zu gewagt, aber das ist ein ganz besonderer Moment für viele, die dann auch sich mit dem Pokal fotografieren lassen wollen. Also ich darf sagen, dass wir dieses Prozedere von der UEFA abgeguckt haben und dass wir unseren DFB-Pokal auch immer 2 Monate vorher nach Berlin bringen. Wir spielen unser deutsches Pokalendspiel seit 1985 schon immer in Berlin und seit einigen Jahren haben wir die Zeremonie, unseren goldenen Pokal, der ist Gold, UEFA ist aus Silber, den goldenen Pokal nach Berlin zu bringen.